Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir eine neue Live-SBC mit einem richtig satten Pack und das hat einen Wert von 55.000 Coins. Es ist das seltene Megapack, leider untrade, das heißt, wir können die Spieler und die Items dort nicht auf dem Transfermarkt verkaufen, aber vielleicht habt ihr Glück und zieht ihr einen schönen Walkout. Wir schauen uns auf jeden Fall die SBC jetzt mal im Detail an und abschließend werden wir auch das Pack gemeinsam von mir öffnen. Wir haben folgende Bedingung: Spieler aus derselben Liga max 2, Spieler aus demselben Land mindestens 4, Spieler aus einem Verein max 2, seltene mindestens 5 Spieler, Teamgesamtbewertung 80 und eine Teamchemie von 95 wird erfordert. Und wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr könnt dieses Team 1:1 nachkaufen, ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch kein Positionswechsel. Es kann sein, dass bei euch die SBC zum Teil etwas teurer ist, vielleicht seid ihr auch ein bisschen günstiger unterwegs, wenn ihr es erst am nächsten Tag abschließt. Ich habe hier roundabout 16.000 Coins bezahlt. Ich habe hier für einen Spieler, musste ich sehr, sehr tief in die Tasche greifen, aber es war dann auch nicht mehr anders möglich. Ich habe natürlich noch Optionen gesucht, aber es kann natürlich sein, dass auch dieser Spieler oder der Blind dann für euch, ja, zum aktuellen Zeitpunkt etwas zu teuer ist, aber überlegt euch, ihr bekommt ein 55k-Set und ja, wenn ihr vielleicht 22 oder sogar 25.000 Coins für diese SBC bezahlt, dann ja, ist es auch noch in Ordnung. Okay, aber wir wollen natürlich günstig das erledigen, also macht euch vielleicht einen Dream Squad mit diesem mit dem blauen hinterlegten Spielern. Das könnt ihr dann einfach so machen, hier Dream Squad an und fügt dann die Spieler hinzu und dann er snipet oder er bietet euch die Spieler dann dementsprechend. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier einmal durch. Let's go. Und damit haben wir diese SBC erfolgreich abgeschlossen. Wie ihr gesehen habt, der letzte Spieler, der war schon etwas teuer, aber das ist leider so. Da ja, muss man entweder geduldig sein und snipen oder, ja, wenn ich euch natürlich hier eine Lösung relativ schnell zeigen möchte, dann muss man auch mal in den sauren Apfel beißen, aber das mache ich gerne für euch. Und jetzt schauen wir uns mal mein Pack an. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich bin nicht irgendwie undersigned mit dem Account hier. Nein, das bin ich nicht. Wir können direkt reingehen. Wir haben einen garantierten 83-Plus-Spieler mit 30 Items. Ja, okay, würde ich sagen, Abfahrt. Und ich drücke euch auf jeden Fall auch die Daumen, dass ihr was Gutes ziehen werdet. Ja, das wird nur ein Bordspieler. Volland. Ja, das ist Volland. Ja, schade, aber ich hoffe und lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Van de Beek haben wir wiederbekommen. Ansonsten, ja, auch das war ja hier Dumfries, Van de Beek. Da sind einige dabei, die ich auch gerade geopfert habe für diese SBC. Okay, hier ein Shadow dabei. Das ist schon so 4.500 Coins. Ja. Lasst mich mal gerne wissen, was ihr gezogen habt. Mein Pack aber grundsätzlich, ärgert euch nicht, wenn ihr heute vielleicht nicht gut gezogen habt. Dann zieht ihr vielleicht morgen oder übermorgen vielleicht besser. Macht auf jeden Fall immer diese SBCs mit. Und ich werde euch auch darauf hinweisen, wenn es jetzt vielleicht zu teuer ist, dann werde ich vielleicht auch kein Video zu dieser SBC machen und dann braucht ihr es auch gar nicht abschließen, dann lohnt sich das dann auch wirklich nicht. Okay, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ihr könnt mir auch helfen, indem ihr, ja, wie gesagt, mein Video kommentiert oder liked. Würde ich mich sehr darüber freuen, unterstützt mich sehr. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.